starten wir. Also herzlich willkommen zu diesem Online-Termin zum Thema Personalentwicklung. Mein Name ist Swantje Michaelsen, ich bin Mitglied im Regionsvorstand und heute Abend eine der Moderatorinnen. Die zweite Moderatorin ist Frauke Patzke. Genau, und wir zusammen versuchen hier durch den Abend zu kommen. Wir haben uns mit dem Thema Personalentwicklung schon länger beschäftigt und hatten eigentlich vor, jetzt Anfang Mai einen Termin mit an Kommunalpolitik und Mandaten interessierten Menschen im Grünen Zentrum zu machen, einen Tagesworkshop und genau, haben dann, als die Kontaktbeschränkung kam und klar war, dass wir das nicht machen können, wie wir uns das bisher überlegt haben, uns Gedanken gemacht, das Ganze in den digitalen Raum zu verlegen. Es ist total toll, dass ihr alle da seid und dass so viele Leute heute Abend die Gelegenheit nutzen, hier rein zu schnuppern. Wir stehen ja, es stehen ja im nächsten Jahr Kommunalwahlen an und wir werden vor der großen Aufgabe stehen, dass wir viele Listen mit tollen Leuten besetzen wollen. Und genau, da müssen wir uns einfach da dran machen, jetzt mit euch ins Gespräch zu kommen. Und tatsächlich ist es auch durch die Corona-Pandemie nicht nur deshalb schwierig, weil wir diese Personalentwicklungsveranstaltungen nicht so machen können, wie wir es eigentlich vorhatten, sondern weil einfach auch ganz viele andere Veranstaltungen, bei denen wir euch getroffen hätten oder mit euch ins Gespräch gekommen wären, nicht stattfinden und vielleicht auch noch über einen längeren Zeitraum nicht stattfinden werden, sodass es toll ist, dass wir jetzt heute diesen ersten Versuch starten, das Ganze in digitaler Form zu machen. Und wir sind total froh, dass heute Abend Evrim Kamus und Dominik Herbst dabei sind und euch Rede und Antwort stehen und ihre Begeisterung und ihr Engagement und ihren Antrieb für Kommunalpolitik mit euch teilen und hoffentlich viele von euch motivieren, sich erstmal weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Mein Name ist Frauke Patzke, für alle, die mich nicht kennen sollten. Ich bin Basismitglied und freue mich darüber, dass das bei Swantje ein Lachen hervorruft. Habe mich aber viele Jahre mit Kommunalpolitik beschäftigt. Ich war selber Mitglied im Rat der Stadt Hemmingen, habe in Hemmingen den OV geleitet und habe 5 Jahre lang im Regionsvorstand gearbeitet und das bis letztes Jahr und hatte mich in der Zeit eben insbesondere in den letzten Monaten dieser Zeit mit Swantje zusammen sehr intensiv um das Thema beschäftigt, wie wir eben viele Menschen motivieren können, Kommunalpolitik zu machen. Da es eben die Erfahrung gezeigt hat der letzten Jahre, dass es doch manchmal sehr schwierig ist, die Listen entsprechend vollzukriegen, die Menschen dafür zu begeistern, Kommunalpolitik zu machen, weil viele sich auch gar nicht so richtig vorstellen können, was man dort für Möglichkeiten hat. Und so ist die Idee gekommen, zu diesen, ja, zu dieser Reihe. Fragerunde dauert insgesamt 1 Stunde. Und wenn wir merken, dass die Zeit knapp wird, werden die Fragen gesammelt und im Block beantwortet. Und wir wollen jetzt einmal Dominik und Efrem die Gelegenheit geben, sich einmal nochmal selbst vorzustellen. Dominik, der letztes Jahr ja, das wirklich geschafft hat, nach einem grünen Bürgermeister in Neustadt am Rübenberge, das noch einmal zu schaffen. Und da sind wir auch total stolz drauf, dass er das geschafft hat und jetzt seit November 2019 dieses Amt bekleidet. Und Efrem, die 2018 zur Vorsitzenden der Regionsfraktion beziehungsweise der Fraktion von Bündnis 90, die Grünen in der Regionsversammlung Hannover, ja, den Fraktionsvorsitz übernommen hat. Und entsprechend unseren Quotierungsregeln würde ich dich jetzt bitten, Efrem, uns in 5 Minuten einmal einen kleinen Einblick in das, was dich bewegt, in der Kommunalpolitik zu geben. Ja, hallo alle zusammen. Ich bin total aufgeregt. Ich hoffe, das klappt alles hier soweit. Die Kinder werden gerade ins Bett gelegt. Das heißt, wenn ihr Schrei hört oder so, das ist alles ganz normal. Der Kleine ist auch schon gerade zwischendurch hier reingelaufen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wenn nicht bei den Grünen, dann wo? Ja, von meiner Seite auch, ja, schönen guten Abend an euch alle. Finde ich auch tatsächlich immer eine aufregende Sache. Für mich auch das erste Mal in so einer Form.